Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe sind wir unterwegs mit dem Ferrari 512S. Den gibt es bei der Festival-Spielliste beim 50% Abschlussbonus der aktuellen Herbstjahreszeit zu gewinnen. Beim 512S handelt es sich um einen Rennwagen der frühen 70er Jahre und den direkten Nachfolger des Ferrari 330 P4. Und ja, ich weiß, da hinten ist ein Nummernschild zu sehen. Das alleine macht das Fahrzeug aber noch nicht straßenzugelassen. Playground Games, die Entwickler, die klatschen einfach gefühlt auf alles Nummernschild drauf. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um einen historischen Rennboliden. Was man auch noch zum 512 sagen sollte, ist, dass dieses Fahrzeug tatsächlich für die Marke Ferrari Nachwirkungen, Schrägstrich Auswirkungen bis zur heutigen Zeit hat. Was ich genau damit meine, erkläre ich dir im Laufe der Folge. Ich würde allerdings sagen, so ein Rennwagen sollte man nicht stehend betrachten, sondern lieber fahrend. Und wir haben hier im Spiel die Möglichkeit dazu, das auszuüben. Und deswegen steigen wir direkt mal ein und gehen auf unsere PXH-Teststrecke und schauen doch mal, was dieser Rennwagen der damaligen Zeit da so zustande gebracht hat. Und da schießt der Ferrari auch schon auf seine schnelle Runde los. Und zu Beginn dieser Runde möchte ich dir ein paar wenige technische Eckdaten zum Fahrzeug mitteilen. Der Ferrari 512S hat einen 5 Liter V12 Motor, der auch maßgeblich zum Namen des Fahrzeugs beiträgt. Denn 512 setzt sich zusammen aus 5 und 12, 5 Liter, 12 Zylinder. Der leistete damals so 550 PS, später in der historischen Entwicklung sogar bis zu 600 PS. Das Ganze in Verbindung mit unter einer Tonne Gewicht lässt das Fahrzeug natürlich mit einem sehr guten Leistungsgewicht dastehen. Und das hat auch auf der Testrennrunde sehr geholfen. Und um da nicht vielleicht direkt auf die Fahreigenschaften des Fahrzeugs hier auf der Runde zu sprechen zu kommen. Man sollte hier aber auch gleich dazu erwähnen, dass dieser historische Rennwagen selbstverständlich auch mit Oldtimer-Rennreifen daherkommt. Und die sind ja faktisch etwas schlechter vom Gripniveau als die schlechtesten modernen Straßenreifen. Und das Ganze hat es, na, ich will nicht sagen zu einer schwierigen Angelegenheit gemacht, sondern eher zu einer schmierigen, denn die Reifen sind schon sehr rutschig, sehr slidey. Aber, wie gesagt, in Verbindung mit diesem sehr guten Leistungsgewicht und wie ich finde auch mit einem sehr guten aerodynamischen Anpressdruck sowie einem sehr guten Fahrwerk hat es zu einer richtig schönen Herausforderung werden lassen. Man könnte sogar schon sagen, das war ein regelrechter Tanz auf der Teststrecke, denn das Fahrzeug ist regelrecht hier über die Runde getänzelt. Aber das sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen an den Bildern. Und ich würde sagen, mit diesen Bildern lasse ich dich auch mal die letzten Sekunden der Runde alleine. Und dann schauen wir gleich gemeinsam auf die Rundenzeit, welches das Fahrzeug hier gesetzt hat. Mit einer Zeit von 1 Minute 58,207 beendet der Ferrari 512S unsere Teststreckenrunde. Und wie ich finde, das ist eine Mörderzeit. Nicht nur, weil sie unter 2 Minuten ist. Nein, sie ist fast 2 Sekunden unter 2 Minuten. Und das bei diesem Leistungsindex. 872, da ist noch ein bisschen Potenzial in der S1-Klasse. Das ist wirklich aller Ehren wert und zeigt auch wirklich das Potenzial des 512S, welches wir vielleicht übers Tuning in der heutigen Folge noch rauskitzeln können. Bevor wir aber zurück zum Festival springen und entsprechend am Tuning ein bisschen Hand anlegen, würde ich sagen, gibt es bei so einem historischen Rennfahrzeug auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir ein kleines Rennen, was ich vorbereitet habe. Ja, du siehst es, der Goliath, ich glaube, so lang ist es nicht, oder? Das ist ein kleiner Rundkurs, ja? Der Spaß beiseite. Ich habe mir gedacht, ein großes, langes Rennen. Warum nicht? Ja, da werde ich ein bisschen was zur Historie dieses Fahrzeugs erzählen. Aber ja, reden wir nicht lang drum herum. Wir starten das ganze Event. Und ja, wir befinden uns Anfang der 70er Jahre, wie schon gesagt, 1970, da kommt dieses Fahrzeug her. Und wenn du dich vielleicht mit den Videos vom 917 Langheck oder vielleicht auch zur Sau erinnerst, gibt es ja zu dieser Epoche auch ein bisschen was dazu erzählen. Da ist ja ein bisschen was passiert im Motorsport. Wir gehen allerdings nochmal ein paar Jährchen zurück. Ganz am Anfang der Folge habe ich ja schon gesagt, der Vorgänger dieses 512S ist nichts anderes als der Ferrari 330, beziehungsweise genauer gesagt der 330 P4. Und der war ja der große Konkurrent
zum Ford GT. Und der Ford GT hat ja damals für Ford viermal in Folge Le Mans gewonnen. Und seit dort hat ja nie wieder Ferrari einen Gesamtsieg in Le Mans geholt. Und Le Mans war ja nur eines von vielen Rennen in der großen Sportwagen-Weltmeisterschaft. Und eben der Schwenk zu Porsche rüber, eben zum 917, der damals ja wirklich dominant war, der hat ja damals eine Regellücke ausgenutzt. Denn es gab eine Regel, die besagt hat, dass Sportwagen in der damaligen Zeit, in der Saison 69, 70 und 71, einen 5-Liter-Motor verbauen dürfen. Und so ein 5-Liter-Motor war natürlich schon eine Ansage im Vergleich zu den Sportwagen-Prototypen, die nur zur damaligen Zeit 3-Liter-Motoren verwenden durften. Und diese Lücke hat Porsche damals ausgenutzt. Sie haben gesagt, okay, wisst ihr was? Wir nehmen Geld in die Hand. Wir riskieren alles, denn Porsche war damals ja noch eine relativ kleine Marke. Das hätte auch richtig schief gehen können. Dann hätte es die Marke wahrscheinlich gar nicht mehr gegeben. Aber wir haben gesagt, wir riskieren alles. Wir nutzen diese Regellücke aus. Und so ist dann der 917 entstanden, der ja 69 noch nicht so von Erfolg gekrönt war, weil er ein paar Krankheiten hatte, aber dann 1970 und 71 durch die K-Version ein richtiges Monster war. Und Ferrari hat gemerkt, okay, pass auf, wenn wir nicht schon wieder auf den Sack kriegen wollen, so wie gegen Ford, müssen wir auch was tun. Und Ferrari hat damals gesagt, okay, wir müssen auch diese Regellücke wie Porsche ausnutzen. Waren allerdings ein bisschen spät dran, Porsche war 69 schon im Einsatz, während Ferrari erst sozusagen die Entscheidung getroffen hat, auch eben so einen Sportwagen mit 5 Liter ins Rennen zu schicken. Das Problem allerdings war bei dieser Regellücke, dass man 25 dieser Fahrzeuge produzieren musste, zwecks Homologationsgründen. Und ihr könnt euch denken, solche Fahrzeuge waren damals sehr, sehr teuer. In der Entwicklung, aber auch im Bau. Porsche war damals aber allerdings schlau und hat damals schon gesagt, okay, wisst ihr was, wir riskieren das Geld, aber setzen direkt schon mal auf Kundenteams, also auf andere Motorsportteams, an die wir dieses Fahrzeug verkaufen. Und dadurch konnten ja die Entwicklungskosten und die Einsatzkosten an Rennwochenenden sozusagen geteilt werden. Das Problem war allerdings, Ferrari war damals sehr eigen und da gab es eigentlich kein wirkliches Kundensportprogramm. Und die mussten sozusagen das ganze Geld, also die Entwicklung sowie die Einsätze, selber stemmen. Ich verrate schon mal an der Stelle natürlich, Ferrari hat dann auch versucht, diese Fahrzeuge zu verkaufen. Das ging allerdings nicht komplett auf, also es wurden bei weitem nicht alle 25 Stück irgendwie verkauft oder selber eingesetzt. Des Weiteren war aber auch das Problem, dadurch, dass Ferrari schon Anfang der 60er Jahre finanziell nicht so gut dastand und dann halt natürlich, ich sage jetzt mal, der Misserfolg gegen Ford, war natürlich schon Dämpfer und deswegen hatte Ferrari nicht unbedingt die möglichen finanziellen Mittel. Also musste was passieren. Irgendwo musste das Geld herkommen. Und das Hauptgeld für die Entwicklung und für den Bau des 512 war tatsächlich dadurch gekommen, dass Ferrari Anteile ihrer Firma verkauft hat. 50% zur damaligen Zeit wurden an Fiat abgetreten. Ja, Ferrari war ja damals noch eigenständig. Ja. Es war ja schon mal eben fast der Kauf von Ford oder die Übernahme von Ford, was ja dann nicht stattgefunden hat. Dann ist ja die Geschichte entstanden eben mit dem Ford GT und der Kampf in Le Mans. Das wurde ja auch jetzt erst verfilmt so ein bisschen Hollywood-mäßig. Aber das hat ja damals dann nicht stattgefunden. Ferrari war noch eigenständig. Aber dann war es soweit, sie haben Anteile, große Anteile, 50% zur damaligen Zeit an Fiat verkauft. Und das ist das, oder der, ja, sag ich mal, der Anspieler, den ich am Anfang der Folge gemacht habe. Das ist natürlich bis heute noch tragend, denn Fiat ist immer noch Großeigentümer von Ferrari. Damals ist sozusagen dann die Übernahme eingeleitet worden von Fiat. Aber mit diesem Geld war es dann eben möglich, diesen 512 ins Rennen zu schicken. Das Problem war allerdings halt, dass das erst eben zur 1970er-Saison passiert ist und Porsche hatte da halt schon ein ganzes Jahr mehr Entwicklung, mehr Erfahrung gesammelt. So ist eben der 917K entstanden. Ich wiederhole mich da ein bisschen, um das auch nochmal klar zu machen, weil ich glaube, viele Zahlen verwirren gerne. Und deswegen hatte der 512S eigentlich keine Schnitte gegen den 917K, zumal der 917K halt aber viel zuverlässiger war. Die Ferraris waren nicht gerade unbedingt super zuverlässig, sind viel ausgefallen und so haben sie tatsächlich nur einen einzigen Erfolg in dieser Sportwagen-Weltmeisterschaft eingefahren. Das war beim großen Rennen von Sebring und sonst haben sie eigentlich nur auf den Sack bekommen. Ja, selbst wenn sie mal gut dastanden, haben sie halt einen technischen Defekt gehabt und sind ausgeschieden. Deswegen war Ferrari gleich klar, okay, das, was Porsche da gemacht hat, vom normalen 917 zum 917K, das müssen wir irgendwie auch machen. Wir müssen auch den 512S weiterentwickeln. Und dann haben sie gegen Ende der 1970er-Saison es auch geschafft, eine verbesserte Version des
512S zu entwickeln. Das war dann der 512M. M stand für Modificato, also übersetzt für Modifikation. Und der war tatsächlich dann mal wirklich konkurrenzfähig und konnte dem neuen 17K das Fürchten lernen. Und das hat er auch gleich beim letzten Saisonrennen beim Österreich-Ring eindrucksvoll gezeigt. Hat allerdings das Rennen dann trotzdem verloren, weil auch wieder technischer Ausfall da war. Aber er war deutlich schneller. Und ja, dieser 512M, den haben wir jetzt hier nicht. Das ist wie gesagt der S hier, das ist die erste Version. Aber dieser M war halt ja rein optisch auch schon deutlich ähnlicher wie der 917K. War auch ein bisschen steil aufgebaut, was ja auch der 917K hatte. Und in der folgenden Saison, also 1971, war man dann eigentlich konkurrenzfähig. Aber auch da wieder war halt so ein bisschen der Fehlerteufel mit drin. Des Weiteren hat auch Ferrari so ein bisschen seinen Werkseinsatz zurückgezogen, hat sich dann auf andere Dinge konzentriert, weil sie schon wussten, 72 wird es ja diese 5-Liter-Klasse nicht mehr geben. Das Regeländerung war ja schon da. Deswegen haben sie dann ihre Ressourcen wieder anders verwendet. Man könnte sagen, meiner Meinung nach, sie haben damals ein bisschen misswirtschaftet. Aber andererseits, Ferrari gibt es heutzutage immer noch und sie haben viele Erfolge zum Beispiel auch in der Formel 1 später verzeichnet. Also von dem her, so schlimm kann es dann auch nicht gewesen sein. Und ich meine, Wettbewerb ist ja nie schlecht. Lange Rede, kurzer Sinn, Porsche war halt einfach zu der Zeit ja, einen Schritt voraus, hat es richtig genutzt, hat mit dem 917, wenn auch nur über ein paar wenige Jahre, aber dann doch ordentliche Erfolge eingefahren, wie der erste Le Mans-Sieg zum Beispiel. Und Ferrari hat es ja, wie gesagt, nicht mehr geschafft zu der damaligen Zeit. Aber trotzdem, eine coole Geschichte auf jeden Fall, die da einhergeht und die dieses Fahrzeug, die Historie von Ferrari und vor allem auch die Verbindung so ein bisschen zu Porsche verbindet, wie ich finde. Man kann vielleicht auch noch dazu erwähnen, wir haben ja hier im Spiel auch 917-Varianten. Wir haben ja einmal den 917 Langheck und wir haben einmal den 917-20, also die Sau. Leider nicht den 917K, der wäre ganz cool gewesen, so als Gegenstück. Aber naja, ist glaube ich trotzdem ganz okay, dass wir auch die anderen beiden mit dabei haben. Und apropos Langheck vom 512, gab es auch eine Langheck-Version, die natürlich in Le Mans zum Einsatz kam, denn dort waren die Langheck-Versionen einfach, ja, sinnig. Und die hieß damals natürlich dann nicht 512 Langheck, sondern wir bleiben natürlich beim italienischen. Der hieß dann 512 Coda Lunga, was so viel übersetzt heißt wie Langheck. Und zu diesem Coda Lunga oder kurz CL gab es auch schon ein Video hier auf dem Kanal, und zwar in Project Cars 2. Da habe ich nämlich auch mal ein Video dazu gemacht. Da bin ich auf der historischen Variante von Le Mans damit auch unterwegs gewesen. Könnt ihr euch gerne auch mal reinziehen. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich euch das Ganze sehr gerne in der Videobeschreibung. Sollte ich es vergessen, erinnert mich einfach dran. Dann werde ich das noch tun. Und ja, das soweit zur Historie zu diesem Fahrzeug. Ich finde, das gehört einfach auch dazu, zu diesen historischen Rennfahrzeugen, dass man da ein bisschen auch was dazu erzählt. Vor allem, ich finde gerade diese ganze Geschichte um 1960 bis frühe 70er Jahre sehr, sehr interessant im Motorsport. Eben nicht nur, weil ich jetzt viel Porsche erwähnt habe, sondern auch bei Ferrari ist es natürlich eine sehr interessante Geschichte. Eben in Verbindung mit Ford und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass ich dir da auch ein bisschen was mitgeben konnte an dieser Stelle. So, wir fahren das Rennen aber jetzt natürlich noch zu Ende. Und dann geht's zurück in die Werkstatt und dann gucken wir mal, was wir da so aus dem Fahrzeug noch rauskitzeln können. Allein durch die Reifen, schätze ich mal, könnten wir richtig viel rauskitzeln. Aber wir gucken einfach mal. Und ja, du siehst richtig, das Fahrzeug hat tatsächlich auf dem Dach einen Rückspiegel, denn da oben ist ein kleines Guckloch. Ich zeige das mal ganz kurz hier. So, hier. Da kann man dann sozusagen rausgucken. Im Übrigen, den 512 gab es auch als offene Version und auch als Spider-Version. Denn in der Can-Am-Serie oder Inter-Serie in Amerika wurde natürlich eher die Spider-Version eingesetzt. Sie wurden auch noch viele Jahre später eingesetzt, denn dort gab es ja diese Regeländerungen nicht. Und das vielleicht auch noch auszuführen, da ja die Ressourcen und die Entwicklung dann bereits 1971 schon auf die 72er-Saison und damit auf den Nachfolger gelegt wurden. Der Nachfolger vom 512S war dann der 312 BP. Aber auch damit war natürlich kein großer Erfolg dann möglich. Auch da haben dann andere Teams die großen Le Mans-Siege eingefahren. Vorsicht. So, und da kommen wir zur Zieldurchfahrt und dann geht's zurück ins Festival. Und ich glaube, das Erste, was ich dran ändere, ist schon mal, wir machen das Nummernschild weg, oder? Also eigentlich gehört ja kein Nummernschild dran. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. So. Ja, und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja noch den 917K ins Spiel.
Also, ich meine, ich sage ja immer wieder, eigentlich brauche ich diese Rennwagen jetzt nicht unbedingt in einem Open-World-Rennspiel. Aber, naja, wenn wir jetzt den schon mit drin haben, den Lola T70 haben wir ja auch noch drin, der ist ja auch noch aus der Epoche. Ja, wäre es eigentlich ganz cool, weil ja, den 917 Langheck können wir eigentlich nicht gegen den stellen. Da müssen wir schon ehrlich sein und fair sein, denn der 917 Langheck ist einfach in den Kurven zu schwach. Ja, und das zeigt sich auch auf der Teststreckenrunde. Der 917 Langheck haben wir ja über die Teststreckenrunde geschickt. Der war ja knapp so 2 Sekunden, glaube ich, über dieser 2-Minuten-Marke. Also knapp 4 Sekunden Unterschied zwischen den beiden. Und, nee, sogar 3 Sekunden. Ich habe gerade mal drauf gespickelt. Und das zeigt ja schon, die waren nicht unbedingt auf einem Niveau. Da wäre wirklich der 917K sehr interessant. Aber man sollte auch nicht dazu sagen, weil ich jetzt so viel Porsche erwähne, nicht weil ich ein Porsche-Fan bin, nicht, dass es jemand falsch versteht, sondern weil die halt wirklich auch verknüpft sind und Ferrari quasi sozusagen Porsche da tatsächlich hinterher geeilt ist in dieser ganzen Geschichte damals. Man sollte aber da auch erwähnen, und das muss man auch fairerweise sagen, an sich war der 512, gerade der 512M, also der Modificato, schneller als der 917K. So ziemlich auf jeder Strecke. Der Ferrari war wirklich das schnellere Fahrzeug, aber halt eben nicht so zuverlässig. Und deswegen sind halt viele Erfolge ausgeblieben, denn auch eben in dieser 71er-Saison hat halt einfach, weil Ferrari, naja, den Support sozusagen eingestellt hat, Porsche auch überlegen. So, jetzt gehen wir aber ins Tuning. Da wollen wir mal gucken, was denn so möglich ist. Wir könnten auf einen Racing V12 wechseln, was sehr geil ist, aber wir bleiben mal beim ursprünglichen Motor. Außerdem, wir könnten aber, wir gehen doch nochmal ganz kurz zurück. Normalerweise sollte man doch auch in diesen Motor reinschauen können. Denn ich finde, das ist ja sehr wichtig, ne? Ich meine, dieser 5-Liter-Motor, das war ja das Entscheidende damals. Dieses Regelloch für Sportwagen. Und das hat man da ausgenutzt. Ja, das sieht schon echt böse aus. Auch das Riesengetriebe da hinten dran, ne? Das ist echt krass. Ja, das war noch wirklich Motorsport zum Reingucken, sage ich jetzt mal. Da konnte man noch einiges erkennen. So, jetzt aber zum Tuning. Also Racing V12 können wir einbauen aus dem F50 GT. Machen wir natürlich nicht. Allrad können wir einbauen, machen wir auch nicht. Wir bleiben da mal. Wir können jetzt aber, hier sieht man es auch schön, ja, das sind jetzt die Oldtimer-Rennreifen drauf. Jetzt gehen wir auf die schlechtesten Straßen, modernen Straßenreifen im Spiel. Und die sind schon besser. Ja, allein vom Wert her und auch vom Grip. Die sind bei weitem nicht so schmierig. Und dann hätten wir noch die Sportreifen und die modernen Semi-Slick-Rennreifen. Und die wären natürlich echt der Knaller. Guck mal an, was sich da im Grip-Niveau schon allein ändert. Und ich glaube, die machen wir einfach drauf, oder? Ja, machen wir mal drauf hier. Und dann auch schön die breitesten Galoschis. Also ich glaube, das alleine ist natürlich schon eine absolute Ansage. Und ich glaube, wir bräuchten hinten dann auch gar nicht so krass viel. Ja, machen wir mal so Riesenfelgen. Nee, aber so ein bisschen größer vielleicht. So also 17 Zoll. Bam. Weil sieht ein bisschen Panne aus. Ich finde irgendwie diese kleinen Felgen bei alten Rennwagen eigentlich ganz cool. Nee, wir bleiben mal so. Das ist schon okay. Ja, dann machen wir einfach mal so komplett modern. Ich glaube, ihr wollt sowieso sehen, was kann man denn da so rauskitzeln. Bessere Bremsen, Fahrwerk. Ja, Offroad machen wir natürlich nicht. Und dann Motor. Da bin ich mal gespannt, was können wir denn rausholen. Könnten den Hubraum jetzt auf 5,4 Liter vergrößern. Da wären wir natürlich nicht mehr im Regelwerk drin gewesen. Aber von der Leistung sind wir bei 422 kW. Da sind wir auf jeden Fall noch unter diesen 600 PS, die damals eben dann die M-Version hatte vom 512. Wir rechnen das trotzdem mal ganz kurz um. Also ich denke mal, das Ding wird sich jetzt mega krass fahren lassen. Gerade mit den modernen Reifen. Wir rechnen mal ganz kurz um. Ja, ich sollte aber den Werten die richtige Spalte eintragen. Da wären wir bei 575 PS. Also immer noch darunter. Klar, wir könnten den Motorswap machen. Aber den machen wir heute mal nicht. Ich würde sagen, das ist doch ein geiler Aufbau. Wir installieren das Ganze und verlassen direkt dann auch schon wieder das Festival und gehen mal zum ersten Rennen. Und ich würde sagen, lange Rennen stehen dem Fahrzeug ganz gut. Nein, wir gehen nicht zu The Godfather. Aber wir gehen vielleicht, eigentlich ist es ja den Multiplayer-Folgen vorbehalten, aber warum nicht? Wir gehen einfach mal zum Titan Clash. Ja, warum nicht? Ja, das ist ja auch eine etwas längere Strecke, eine Rundstrecke. Übernehmen wir das einfach mal. Müssen wir zur normalen Veranstaltung. Solo, eigene Veranstaltung. Und ja, nehmen wir jetzt hier mal Anything Goes. Ist jetzt nicht so weiter schlimm. Es geht in erster Linie um das Fahrzeug selbst. Und dann können wir danach vielleicht auch noch die Colossus oder so fahren. Also die etwas längeren Rennen heute. Aber ich glaube, damit fährt sich das Fahrzeug jetzt schon ganz, ganz anders. Mit diesen modernen Reifen. Allein schon wahrscheinlich die Straßenreifen würden schon so viel ausmachen. Aber wir gucken mal. Ja gut, das Getriebe ist jetzt auch deutlich kürzer.
Schauen wir mal, wie wir das Rennen hier so... Boah, ja, das ist halt natürlich ein ganz anderes Fahrverhalten. Aber geil, macht Spaß. Und für sowas ist es ja eigentlich auch mal ganz cool, mal so historischen Rennwagen einfach auf Straßen auszufahren, einfach mal was Verrücktes aufzubauen und es auszutesten. Ja, mal ganz kurz off-topic auch mal abseits dieses Themas. Die letzten Tage kam ja keine Folge von mir auf dem Kanal und ich weiß nicht, jeder liest immer den Community-Tab, auch wenn ich das immer wieder empfehle, gerade wenn mal nichts erscheint, da mal wirklich einen Blick reinzuwerfen. Ich hatte die letzten Tage ein bisschen mit Migräne und dessen Nachwirkungen zu kämpfen, also Übelkeit und so weiter. Ich hatte extreme Bauchkrämpfe, die habe ich tatsächlich immer noch, also auch während dieser Folge, aber naja, ich will... Wow, was geht hier ab? Also kann man es auch machen. Ich möchte natürlich euch unbedingt halt neue Folgen präsentieren. Ich finde, das Fahrzeug ist jetzt auch schon längst überfällig gewesen auf dem Kanal und ja, deswegen. Ich habe auch Bock drauf, ja, also nicht mich falsch verstehen und ich weiß, ich habe viele, viele gute Besserungswünsche von euch bekommen und auch viele haben gesagt, hey, kurier dich erstmal aus und das ist ja auch irgendwo richtig so, denn, naja, wie gesagt, ein bisschen off-topic, aber allein diese Folge, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt gebraucht habe, um einfach mal einen gescheiten Anfang zu finden, weil ich mich immer wieder verquasselt habe, immer wieder verquatscht habe und ich habe mich irgendwie extrem schwer getan, also ich merke, dass mein Kopf einfach immer noch nicht so richtig hundertprozentig fit da ist und deswegen, um den Schwenk wieder zum Topic der heutigen Folge zu diesem Fahrzeug zu kriegen, soll ich irgendwie was falsch gesagt haben, irgendwie mich versprochen habe, irgendwas, wie gesagt, unnötigerweise 10-fach erwähnt haben, weil ich mir unsicher war, habe ich das jetzt richtig gesagt, dann verzeiht es mir bitte an der heutigen Stelle. Ich hoffe trotzdem, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Folge dich sehr informiert hat. Das ist mir sehr wichtig, gerade bei diesen historischen Fahrzeugen, dass ich da informativ bin, aber dass ich dich auch unterhalten habe bis jetzt und das natürlich auch in den letzten Minuten dieser Folgen weiterhin tun werde. Aber das ist schon mal so ein kleiner Hinweis an der Stelle. Ja, manchmal steckt man nicht drin. Und ja, ich wollte es einfach nochmal auch gesagt haben. Aber mir geht's gut. Ja, ansonsten. So, also hoffe ich doch, dass das jetzt sich einfach die nächsten Tage einfach bessert und dass diese doofen Nervenschmerzen verschwinden. Aber naja, ich will auch kein Mitleid oder so erzeugen. Nein, nicht falsch verstehen. Ich möchte lediglich informieren, dass du da Bescheid weißt, warum und wieso. Nicht, weil ich keinen Bock mehr habe oder die Motivation weg ist. Ganz im Gegenteil, meine Motivation ist einfach riesig, weil ich einfach sehe, wie ihr Bock habt auf diese Folgen, wie ich einfach Spaß habe an diesen Folgen. Auch das Feedback zur Offroad-Teststrecke und allgemein, es macht einfach Tag für Tag so unglaublichen Spaß, neue Videos zu produzieren oder auch Livestreams zu machen. Und da will ich einfach auch an der Stelle einfach mal Danke sagen. Ja? Es ist nicht selbstverständlich, finde ich. Und deswegen danke fürs Verständnis und danke, dass ja, du das einfach so feierst. Ja? Für mich nicht selbstverständlich und das weiß ich wirklich zu schätzen und deswegen an der Stelle auch ein kleines Dankeschön. So, jetzt aber wirklich mal Konfederation auf das Eigentliche hier. Und es ist das aufgebaute Fahrzeug. Ja, wir haben jetzt natürlich ein unglaubliches Leistungsgewicht. Und vor allem jetzt mit diesen modernen Reifen. Wahnsinn, wie das Fahrzeug abgeht. Macht richtig Laune zu fahren. Also, ja, schnappt euch das Fahrzeug auf jeden Fall unbedingt noch. Noch sind ein paar Tage Herbstseason. Morgen Nachmittag wechselt es ja dann. Also knapp einen Tag hast du noch Zeit. Ja, und apropos historische Rennwagen, apropos Ford gegen Ferrari. Kleiner Sneak Peek. Am Wochenende vielleicht einschalten hier auf dem Kanal. So, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Mehr will ich da auch nicht verraten. Ja, und ich habe diesen Film Ford v Ferrari oder wie er im Deutschen heißt Le Mans 66 leider immer noch nicht gesehen. Hat zwar mit dem Fahrzeug jetzt nichts zu tun, nicht direkt zu tun, aber weil das ja auch kurz hier Thema war. Mann, muss den unbedingt noch sehen, aber es wird darauf hinauslaufen, dass ich mir den erst anschaue, wenn er auf Blu-ray erscheint. Ich habe aber schon gehört, er soll sehr geil sein und dann freue ich mich natürlich umso mehr drauf. So.
Ja, ich würde sagen, nach dem Rennen, wie gesagt, fahren wir noch The Colossus. Das sollte auf jeden Fall noch möglich sein. Dann haben wir hier schön ein paar lange Rennen gezeigt. Und ich finde, gerade auf so etwas länger ausufernden Strecken macht es auch Sinn bei solchen Wagen. Gerade wenn man mal guckt, was für Rennstrecken die damals gefahren sind. Die Rennstrecken waren damals alle ein bisschen länger. Und vor allem waren das ja auch alles Langstreckenrennen. Die sind ja auch wirklich über eine große Distanz gefahren worden. Vorsicht! Ja, aber was man natürlich schon mal mutmaßen könnte auf den nächsten Forza-Teil, nämlich Forza Motorsport 8, das wird ja der nächste Teil in der Forza-Reihe sein. Dadurch, dass wir jetzt so viele historische Rennfahrzeuge zum Teil reinbekommen, die wir gar nicht in Motorsport hatten im letzten Teil oder im noch aktuellen Teil, also Motorsport 7, könnte man wirklich mutmaßen, dass wir historisch gesehen schon ein ganz ordentliches Feld im neuesten Motorsport-Teil bekommen, dass sie vielleicht die jetzt hier so reinmachen, so vielleicht auch zu Testzwecken oder aus vielen anderen Gründen. Ich meine, es ist zwar bekannt, dass die Lizenzen immer wieder neu verhandelt werden müssen zu diesen Fahrzeugen und natürlich, ich denke mal, dass Motorsport 8 natürlich auch Next Gen ist, also nächste Konsolengeneration und die natürlich auch komplett neu reingearbeitet werden müssen, aber wenn die prinzipiellen Daten schon mal da sind, na, man kann ja schon mal auf jeden Fall ein bisschen spekulieren und ich hoffe es ja auch sehr, dass der nächste Motorsport-Teil viele historische Fahrzeuge reinbringt, eben auch Fahrzeuge, die in Konkurrenz miteinander stehen, nicht nur ein Fahrzeug und da hast du, sondern wirklich auch eben so ein 512S, vielleicht noch ein 512M dazu, vielleicht eben noch ein 917K neben dem Langheck und so weiter. Ja, das wäre schon ganz cool, dann kann man auch schöne historische Rennen einfach mal veranstalten. Aber was ihr natürlich nicht vergessen sollten, wären halt auch moderne Rennwagen. Genauso wie auch hier ein paar moderne Fahrzeuge noch fehlen. Aber so oder so dürfen wir uns nächste Woche bereits über den nächsten Update-Stream freuen von den Entwicklern. Und ja, es ist bekannt, Toyota kehrt zurück. Ich darf das auch nochmal betonen an der Stelle. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie Toyota dann reinbringen werden ins Spiel und ab wann wir jedes Modell fahren dürfen. Vielleicht alle auf einmal, welche Modelle überhaupt reinkommen. Bis jetzt ist nur der Supra MK4 bekannt. Aber ja, mal schauen. Mal schauen, was da noch so kommt. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. MK5 Supra wäre natürlich auch geil. Was mich natürlich auch sehr freut, ist, dass Lexus zurückkehrt und viele weitere Dinge. Also ja, die Zukunft von Forza Horizon 4 hat definitiv noch kein Ende. Die Entwicklung und die Updates gehen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Genauso wird ja auch das Mysterium um The Eliminator, was sie ja so ein bisschen angeteasert haben, auch gelüftet. Mal schauen, ob es einfach nur ein weiteres großes Rennen ist oder ob da noch mehr dahinter steckt. Wir dürfen wirklich gespannt sein. So, im leichten Regen versuchen wir es mal hier gegen die Konkurrenz. Ja, aber das Ding ist einfach der Hammer. Ein bisschen zu schnell hier rein, beziehungsweise übers Gras. Sorry. Sind aber auch schöne Rennwagen gewesen zu der Zeit, finde ich, ne? Also auch der Lola, den wir jetzt gerade überholt haben, im 512. 917 sowieso. Das waren schon sehr, sehr schöne Rennwagen. Und deswegen, wie auch schon gesagt, eine sehr interessante Zeit, diese 60er bis 70er Jahre im Motorsport. Und vor allem sehr prägsam und sehr entscheidend für zum Beispiel Porsche, zum Beispiel für Ferrari. Und das dürft ihr euch nochmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich formuliere das auch mal ein bisschen drastischer. Dieser 512S ist der Grund, warum Ferrari zu Fiat gehört. Ja, das ist wirklich so gesehen. Ja, und wer weiß, wäre das damals vielleicht sogar ganz, ganz anders gelaufen,
hätte Ford tatsächlich Ferrari übernommen, hätte es vielleicht sogar nie einen Ford GT gegeben, weil Ford nie diesen Angriff sozusagen auf Ferrari gemacht hätte. Und ja, was weiß ich, was entstanden wäre. Also das ist einfach da mal spekulativ das Ganze betrachten. Ist schon interessant, wie sich das Ganze dann so gefügt hat. Also in der Klasse sind wir mit dem Aufbau auf jeden Fall sowas von dominant. Das ist ja schon fast langweilig. Ja, kleiner Programmwin-Hinweis auch an der Stelle. Morgen gibt es dann wieder den wöchentlichen Festival-Livestream. Dann geht es dann in die Winterjahreszeit rein. Also wenn du morgen Nachmittag auch Zeit hast, würde ich mich natürlich freuen, wenn du da auch einschalten würdest. Und sollte alles normal laufen, sollte es mir jetzt nicht auf einmal wieder schlechter gehen, was ich jetzt einfach mal nicht hoffe. Verdammt. Ich ärgere das viel, viel mehr wahrscheinlich als euch. Dann gibt es morgen auch nochmal eine Folge vor dem Livestream. Und ja, da lasse ich mal überraschen, was dran kommt. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, interessant. Gehe ich mal davon aus. So. Und dann sind wir durch, würde ich sagen. Und dann verabschiede ich mich auch mal von dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Däumchen nach oben da. Ich hoffe, du konntest es auch informativ ein bisschen was mitnehmen. Und ansonsten bin ich raus. Ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag und dann hört man sich die kommenden Tage wieder hier in Forza Horizon 4 oder bei einem der anderen Projekte hier auf dem Kanal. Mach's gut, bis dann, ciao!